So, hallo, wir machen weiter bei Minerva von Sariel mit Sariel und mir. Altem Conan. Genau. Und das nächste Level ist Wächter. Gareth. Okay, den kann ich über Scrollen schon mal runterschicken. Dann schickt er die Shell los. Okay, gucken wir uns den Rest an. Die Shell löst hier den Pilz aus. Okay, ich müsste hier durchkommen, um hier weiter... Okay, wie komme ich durch den Notenblock durch? Kann ich mich da einfach durchrutschen, wenn ich so in die Ecke springe? Wahrscheinlich ja. Geh jetzt mal einfach davon aus. Dann habe ich den Pilz und dann ist hier erstmal Feierabend. Ah nee, ist nicht Feierabend, ich kann mich hier durchdrücken. Kann ich immer noch weiter in die Richtung laufen. Dann habe ich hier einen P-Switch. Zeigt das jetzt an, dass in dem Block ein P-Switch drin ist? Oder ist der zusätzlich noch auf dem Block drauf? Ja. Wir mal herausfinden müssen. Okay. Dann laufe ich da rum. Time is more precious. Wahrscheinlich die P-Switch-Zeit. Ah, ja, ja, ich sehe schon. Da oben muss ich dann ganz schnell durchblicken, klicken. Ja. Siehst du, was für ein Block dort ist. Weil sonst ist da oben wieder dicht. Genau. Okay, okay. Also ist das hier, muss ich fix sein. Vielleicht kann ich das irgendwie abkürzen, indem ich irgendwelche Münzen vorher wegmache. Ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. So, und dann habe ich jetzt theoretisch einen Schlüssel. Und bin theoretisch groß. Ach, hier ist das Schlüsselloch. Da ist noch ein P-Switch. Das sind komische Blöcke. Hä, war da nicht auch gerade einer? Hä? Da ist ein Stein. Ja, den kann ich noch löschen. Ach, der gehört da nicht hin. Der macht keinen Unterschied. Okay. Der ist nur Deko. Ah, okay. Aber der fällt ja runter und rollt dann da so entlang. Richtig. Aber erst, wenn ich einen P-Switch drücke. Ja, was nützt mir das denn, wenn der da entlang rollt? Will ich denn da damit? Ja, keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Einiges habe ich ja schon kapiert. Also, glaube ich zumindest. Wir scrollen jetzt erstmal den Cooper darunter. Weil es so viel Spaß macht. An der Stelle, wenn du einfach konstant zweimal nach links, zweimal nach rechts, zweimal nach links, zweimal nach rechts die ganze Zeit durchscrollst, fällt da irgendwann runter. Bell. Faszinierend. Ach so, ich habe aber meine Theorie. Ja, okay, das ist jetzt die Theorie, die ich als nächstes testen muss. Ob ich da wirklich mich einfach durchdrücken kann. Läuft der gut bisher? Ja, ich treffe es ja schon mal überhaupt nicht, wie ich. Ja, okay. Wie ich wollte. So, dann kann ich hier durch. Und jetzt kommt der große Moment mit dem P-Switch-Ding hier. Viel Spaß beim Laufen. Du kannst ihn ja nicht duplizieren, er kam ja aus einem Block. Ja, ja, eben. Ha. Ich überlege gerade, ob es vielleicht ganz anders geht, als man hier vermutet. Beine in die Hand nehmen und los. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur Skill-Fragen sind. Nö, sind es auch nicht. Wäre ja sonst kein Puzzle. Hey, geht er nicht irgendwann? Ja, okay. Ja, ja, okay, I see. Es geht um den Block da oben. Wenn du schnell bist, schaffst du es sogar bis zum Schlüssel. Blell. Wie gesagt, es geht um den Block da oben. Ach, Mensch, was... Okay. Ich kann es eigentlich auch so machen. Da müsste ich sogar... Ja, da hast du dir dein eigenes Grab geschaufelt. Da war noch eine Lücke. Huch. Das,
War das nicht so, wenn man den... Dass der dann weniger macht? Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich den einfach anspringe die ganze Zeit. Ich glaube, das ist doch wieder... Ich dachte, ich muss sowieso ein bisschen trickreich hier, aber ich glaube, ich muss einfach wirklich schnell sein. Weiß denn gelesen. Schnell sein. Mach ich denn hier? Ja, das haut nicht hin. Da gab es irgendeinen Trick, dass wenn man den, dass der schneller ausläuft. Ich wette, den Trick brauche ich hier. Ich weiß noch nicht mehr, wie er ging. Einen Trick, dass dieser Block schneller ausläuft. Gibt es nicht? Oha. Die Zeit, die der Block braucht, ist immer gleich lang. Aber dazu hatte ja bereits der Hint eine tiefgründige Metapher zur Lösung dieses Rätsels gegeben. Habe ich wieder nicht richtig genug gelesen. Ja, also... Wenn du nicht immer einen Extrasprung machen würdest, kämst du auch bis zum Schlüssel wahrscheinlich. Wenn ich nicht einen Extrasprung machen würde? Ja, du triffst den Block ja, dann wird er zu Münze, dann springst du einmal hoch, ohne nach rechts zu drücken. Ach so. Und dann... Du solltest halt direkt dann nach rechts. Dann kämst du wahrscheinlich auch bis zum Schlüssel. Ah ja. Wow. Schon mal einen Schritt weiter. Wow. Ich habe gerade gar nicht gehört, wie er ausläuft. Ich dachte so, okay, ist ja easy, läuft ja noch gar nicht aus. Aber ich glaube, das... Meist SMW ist ein gut programmiertes Spiel. Ja, ja, den Sound hat es rausgeschmissen von den Münzen hier. Shit. Okay, jetzt kann ich es nicht mehr raushören, das ist natürlich nicht so gut. Muss mir irgendwie die Zeit merken. So. Es hat ja... Das war nicht, was ich wollte. Das war circa 17. Ein Objekt der Begierde an. Ah! Okay, aber ich komme näher. Trotzdem weiß ich nach wie noch gar nicht, wie es dann weitergeht. Aber gut, das sehen wir dann. Ja, das wirst du dann schon sehen. Und vor einem, ja, braunen, kleinen, viereckigen Problem stehen. Definitiv. Wait. Scheiße. Ja, ist schon ziemlich blöd, deine Ausgangslage. Ich müsste die in der Zeit auch noch wegmachen. Richtig. Probier's gar nicht erst. Was ist da eigentlich drin? Na, war's wohl. Ach so. Schön, dass die Shell sich noch in der Röhre dreht. SMW ist ein gutes Spiel. Ist das eine Coin Snake? Schau halt mal nach links.
Ja, da ist ein P-Switch. Nach links. Links, ja. Conan, please. Irgendwann können wir denken, es ist Absicht. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, dass der hier genauso aussieht. Naja, das sind die oben also drauf. Ist es wohl auch der gleiche Block? Ja, naja, gut, ja. Wie würdest du denn eine Coinsnack symbolisieren? Ja. Gut, dass es keine Coinsnack gibt. Gut, bin ich schon. Gut, danke, das wollte ich hören. Weil der Unterschied für mich war nämlich, dass die an der Seite rausgucken, so als würde die da loslegen können. Und bei dem anderen sind sie oben drauf. Man sieht's halt schlecht, wenn es direkt vom blauen Kupfer verdeckt wird. Das ist korrekt. Ja, aber was soll mir das nützen? Was nützt mir, dass da oben dieser Block losgeht? Lies dir doch nochmal den Hinweis durch. Okay. Denn es hat schon mit diesen Blöcken hier zu tun. Geld hat keine Bedeutung. Die Zeit ist wichtiger. Na los, lies auf Englisch vor. Money doesn't matter. Time is more precious. This irgendwas applies to anyone. Schön, wie du das Wort übersprungen hast. Ganz elegant. Ja, ne? Ubiquitously, keine Ahnung. Bist du dir der Bedeutung dieses Wortes? Nee, ich weiß nicht mehr, was das heißt. Gewissermaßen allgegenwärtig. Es betrifft also nicht nur dich oder ein gewisses anderes Objekt, die oberen beiden Aussagen, sondern diese treffen auf den gesamten Raum dieses Levels zu. Wenn das Geld nicht wichtig ist, ja gut, ich muss nicht die ganze Zeit gegen den Block springen, weil die Zeit von dem Block gleich ist. Aber das hilft mir jetzt nicht wirklich bei meinem Problem. Du musst keine 17 Mal gegen den Block springen, weil du weißt, es läuft ein Timer ab, richtig? Ja, ich muss einmal gegen den Block springen. Zweimal effektiv. Meinetwegen auch zweimal. Mit einmal triggerst du den Timer und ein zweites Mal löst du den Block letztendlich auf. Okay, meinetwegen auch zweimal. Habe ich es dann... Na, jetzt wahrscheinlich sowieso. An der Stelle schon versaut? Natürlich. Oh. Weil ich den P-Switch ausgenäht, kann ja nicht sein. Habe ich es an der Stelle schon... Du kannst auch einfach das Level neu starten. Hier habe ich es auch schon versaut. Natürlich. Hier aber dann noch nicht. Noch nicht. Also darf ich nicht hier hoch. Jetzt habe ich es versaut. Wahrscheinlich noch nicht. Weil ich noch rüber scrollen kann, oder was? Korrekt. I see, was du von mir willst. Der muss durch den durch, ne? Ja, aber du musst den Cooper nicht mit Scrolling töten. Ja, aber er konnte doch irgendwie, dass der so durch... Hä? Kleiner Tipp aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, das ist dieser Block. Der Stein... Block links. Das ist eigentlich auf den Cooper bezogen. Also wenn der Cooper aus dem Screen ist. Ja, der ist zu nah dran. Wahrscheinlich müsstest du einmal über den Mann schauen und zurückspringen. Jetzt ist alles weg. Na gut, aber es geht ja immer noch.
Nö. Also, doch, an sich schon, aber es ist halt kompliziert, wenn du es so machst. Nee, es ist jetzt sogar besser, weil jetzt kann ich den besser offscreenen. Hast du sogar richtig erkannt. Aber was nützt mir das, wenn der jetzt da auch zum Blocker wird? Ja, zum Block sollte er nicht werden. Aha. Okay. Also soll den einmal auslösen und dann soll er nichts mehr damit tun. Es kommt nicht auf das Geld an, es kommt auf die Zeit an und Zeit ist für jeden wichtig. Ja. Wenn er jetzt noch einmal auslösen würde, müsste wahrscheinlich... Ja, okay. Also denke ich mal, bin ich jetzt an der Position, wo ich sein soll. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht, was es nützt, aber ist okay. Habe ich es jetzt schon versaut? Ich wüsste nicht warum, aber... Fall halt aus. Ja, gut, ich kann es nicht ausprobieren, ob ich es versaut habe. Ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Ja, mach doch. Oh nein! Der... Ah, verdammt, die gelten ja für den ganzen Raum, die blöden Blöcke. Der Groschen ist gefallen. Oh mein Gott. Ich würde das Ganze in einer etwas anderen Reihenfolge angehen, aber im Prinzip hast du das Level durch. Jetzt habe ich den da nicht weggemacht. Okay. Aber wieso vergesse ich denn solche Zusammenhänge? Ich würde direkt nach links laufen. Du kommst doch sowieso hier rechts vorbei. Oh. True. So wird das Ganze... Ja, ein bisschen eng, wie du siehst. Haut nicht hin, okay. Aber oh Mann, wieso vergesse ich solche Sachen? Das ist doch echt ärgerlich. Weil du zu wenig SMW spielst. Es wird Zeit, dass du mal Cruella 2 mit HF aufnimmst. Nee. Nee. Reicht mir, was ich bei SKU von Cruella gesehen habe. Muss ich nicht spielen. Hab genug gesehen. Ja, ach so, ich war... Wenn du ein bisschen sputen würdest, dann kämst du da auch durch. Ich war gedanklich bei Cruella. Ich war zu sehr auf Abwehrhaltung, als dass ich noch gespielt habe. So, zack. Ach, bin ich denn zu dumm zum Springen? Ich an den einen Super Mario 35 Spieler, der an der Röhre hochspringt und dann in den Abgrund läuft. Ja, naja, das Ding ist, ich wollte halt nicht in den Mancher rein, also habe ich versucht, möglichst langsam hochzuspringen. Und das war aber schlecht wegen der Zeit wieder. So, aber jetzt muss ich ja... Ja. Ganz schwierig, was du jetzt machen musst. Reicht es, in die Röhre zu gehen? Oha. Dann ist ja der Stein da oben fake. Ja. Ah. Okay. Poverty. Armut. Also jetzt geht's dann doch wieder ums Geld. So. Was ist hier los? Möglicherweise auch im materiellen Besitz, aber... Recycling is very important in this day and age. Of course, you still have to throw the trash away for that. I see. Ich muss Dinge in den Abgrund werfen und sie kommen wieder. Korrekt erkannt. Das ist wahrscheinlich eines der besten Level aus dem Hack. Okay. Weil es, ja, wirklich widerspiegelt, was ein Puzzle letztendlich sein soll. Wait a moment. Da ging's nicht weiter. Ach so. Jetzt läuft er da rüber. No! Ich muss rüber, ich muss den wegscrollen erstmal. Oha! Double Kill. So, jetzt löst er den hier aus. Und zwar so, da... Nee, ich war doch richtig.
es mit Scrolling probierst und nicht mit Springen. Ja, aber ich stand ja ganz gut eigentlich. So. Zack, zack, zack. Okay. Oh nee, jetzt muss ich das 3 Millionen Mal machen. Was? 3 Millionen Mal gleich? Sind wir eine Weile beschäftigt. Müssen wir die Plattform hier wieder herbekommen? Okay, das also es gibt auch hier mehrere Lösungswege. Und kleiner Tipp, da wo der Spiny läuft, da spawnen 2 Blöcke, auf denen du stehen kannst. Muss ich hier die Münzen weg und dann muss ich... Ah, I see. I think I have seen. The solution. Oder wie Conan sagen würde, I think I have Teich. Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, würdest du bloß in HFs Chat schreiben. Richtig. Da schreibe ich aber eher, ich sehe... Und nicht. Ne, wie hab ich's? Ist ja egal. In HFZ schreibe ich viel Müll. War schon lange. Schön, nicht dass mehr. Wir bei einem Level sind, in dem es um Recycling geht. Ja. Alles zum passenden. So, jetzt muss ich die da oben wegmachen. Und jetzt muss ich eigentlich einfach nur wieder den P-Switch mehr organisieren. Korrekt. Lediglich. Ein verwaltungstechnischer Aufwand. Bürokratischer Art. Ah, ne, komm. So. Ich muss ja gar nicht mehr darüber. Ich muss ja nur den Kuba. Doch, muss ich. Ach, ich bin dumm. Warum bin ich dumm? Weil du nicht nachdenkst. Ah, nee, so langsam, aber das ist okay. Können Sie ja 3 Millionen Mal probieren. Ah, die kommt auch so wie. Okay. Gut zu wissen. Mach es doch nochmal richtig. Ist ja nun kein riesiger Aufwand. Ich hab was vergessen. Bei dir ist es sprich- oder wortwörtlich nachdenken. Das Denken kommt bei dir nämlich immer erst nachher. Ja. Aber an sich sieht das doch schon ganz vernünftig aus, was du machst. Wieder was. Aber das ist alles noch gut. Ist alles noch gut. Wir haben Zeit. Alles noch gut. Ich muss nur da oben die wegmachen und dann haben wir schon. Ist ja zum Glück kein Rennen hier. Warte, ich muss doch nicht mal. Der wird die halt nur nicht auslösen. In der Situation. Ja, jetzt springe ich da auch noch runter. Ich wollte nur zurückscrollen. Aber ist okay. Nein, aber ich war. Nee, nicht was ich wollte. Ah, okay, hier können wir bleiben. Ist das Ganze auf eine etwas elegantere Art und Weise, nein. Aber das ist normal HF. Mann! Was ist mit HF? Der löst das Ganze etwas eleganter. Ach so. Darf er gerne tun. Ich bin hier nicht für die Eleganz zuständig. So. Okay, jetzt warten wir. Jetzt holen wir das erstmal wieder. Und ich, Doofkopf, muss ja gar nicht. Der kommt ja auch so gelaufen. So, jetzt muss es nur noch ein Stück nach links. Aber nicht zu weit nach links. Easy. So, nee, jetzt haben wir es doch. Und jetzt ein geskillter Wurf nach oben mit dem P-Switch und dann auf den Spiny Spin jumpen. Das ist deine letzte Herausforderung. Muss ich echt? Ich komm doch da einfach. Nein, ich komm nicht einfach drüber. Ich dachte, das mit reicht. Running Speed vielleicht, aber dann viel Spaß, den aufzubauen. Ah ja, ich sehe, das reicht nicht. Okay. Na gut, das ist ja jetzt nicht die Schwierigkeit. Wait.
Das reicht nicht. Es reicht. Okay. Aber es reicht auch wieder für die Aufnahme. Ja, das stimmt. Oh, da kommt sowieso ein Schlosslevel. Eldad's Lament. Okay. Dann gucken wir uns das nächste Mal an. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.